Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, wir müssen das Online-Mobbing bekämpfen, aber es ist nicht ein Frauenproblem. Ich glaube, jeder von uns, ob Mann, ob Frau, ist schon aufs Wüsteste im Internet beschimpft worden. Man muss allerdings auch sagen, wir wollen keine Snowflakes. Wer Politiker wird, muss sich ein dickes Fell wachsen lassen. Und man muss eben auch sagen, die bestehenden strafrechtlichen Gesetze genügen. Man kann gegen Beleidigung, gegen Verleumdung, gegen Hate Speech, gegen Mobbing vorgehen. Das Problem ist bloß, das Problem gibt es schon seit langem, dass sich die Online-Medien, die großen Anbieter, immer noch darauf oder weigern können, den Klarnamen herauszugeben. Und da liegt das tatsächliche Problem. Man kommt an die tatsächlichen, an die Übeltäter nicht dran, weil sie den Schutz der falschen Anonymität benutzen, um ihren Hass, um ihre ekelhaften Beleidigungen loszuwerden. Sobald man die Gesetze so ändert, dass auf gerichtliche Nachfrage hin die Klarnamen bekannt gegeben werden müssen, wäre das Problem sofort gelöst. Und das wäre auch meine Empfehlung. Vielen Dank.